Hi. Willkommen zum neuen Video und neuen Projekt. Heute gibt's richtig geile Cheeseburger Wraps. Was wir dafür brauchen, wie man diese macht, zeige ich jetzt. Viel Spaß. So Freunde, hier haben wir auch schon die Zutaten. Natürlich Hackfleisch, Salat klein geschreddert, eingelegte Jalapeno, Zwiebel auch schon klein geschnitten, Tomate, Käse, Tortilla Wraps, angeknusperten Bacon und eine selbst angerührte Barbecue-Soße. Bestehend aus 4 Teile Mayo, 1 Teil Senf, 1,5 Teile Gurkenrelish. Gewürzt habe ich das Ganze mit Salz, Pfeffer und Knoblauchpulver. Des Weiteren brauchen wir ein bisschen Öl zum Anbraten gleich. Salz und Pfeffer, das war's schon. Und ich würde sagen, wir können direkt am Grill weitermachen. Legen wir los. So, Pfanne ist aufgeheizt. Jetzt folgt das gerade erwähnte Öl. Ein Tröpfchen. Ja, ein bisschen noch. Und rein mit dem Hackfleisch. So, das Hackfleisch ist gut angebraten. Jetzt gut salzen und pfeffern. So, und erstmal zur Seite damit. So, Freunde, weiter geht's. Erstmal so ein Tortilla Wrap. Jetzt einen guten Schluck von der selbstgemachten Burgersoße. Jetzt fürs Gewissen etwas Salat. Ja, ich würde sagen, ein bisschen geht noch, damit nicht übertreiben. Ein wenig Tomate. Dann ein wenig Zwiebel. Für die Schärfe ein wenig Jalapeno. Jetzt eine gute Ladung von dem Hack. Die Ränder natürlich immer so ein bisschen freilassen. Noch einiges drauf. Jetzt noch der Käse. Ja, was soll der Geiz? Viel hilft viel. Noch einen drüber. Dann ein wenig Bacon. Und das Ganze einrollen. Da war ich, glaube ich, ein bisschen zu großzügig. Andrücken.
Na gut, war jetzt ein bisschen viel Füllung, aber geht dann doch. So, zwei wären jetzt gerollt. Die waren dann jetzt letztmalig auf dem Grill zum Anknuspern. Ich sag mal so, die Zutaten, die ich gerade erwähnt habe, die werden ja, bestimmt für, ja, ich denke mal schon 5, 6 Wraps reichen. Je nachdem, wie dicker die macht. Die sind natürlich ein bisschen zu dick geworden. Vielleicht aber auch nicht. Sehen wir gleich. Weiter geht's. So, beide sind jetzt herrlich angeknuspert, also runter vom Grill. So, da sich kein anderer anbietet, muss ich natürlich probieren. Auf euch. Total saftig, überhaupt nicht trocken. Dann die Schärfe von der Jalapeno, die Burgersoße, total genial. Wenn er Cheeseburger nicht mag, dann macht er auf jeden Fall die Soße mal nach. Die ist total geil. Leute, total genial. Ehrlich. Wenn ihr ebenfalls mal Bock darauf habt, viel Spaß beim Nachmachen. Vielen aber herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich bin raus für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.